So, dich können wir töten. Wenigstens ein, zwei Drachen töten. Weil mir jetzt ganz viel Drachen... Hey! Weil mir jetzt ganz viel Drachen Schaden zufügt, aber halt nur verwundet. Nichts getötet. So, Schaden, kaum Schaden. Komm! Stirb! 60, 60. Kleinkram 133. Weg mit hier. Ein Breitschwert? Ja. Was? Mächtiges Breitschwert, genau. Level up? Nein. Heil, heil. Repariert. Put. Put. Du brauchst unbedingt einen besseren Handschuh, Girugon. Ernsthaft. Erfahrungspunkte, wie viel brauchen wir noch? 6.300, das ist echt nicht viel. Ist das bei allen so? 12.000, 9.000. Die Echsen da können knapp werden mit den Lebenspunkten, aber eventuell kriegen wir es hin. Also einfach angreifen. Und wie viel brauchst du jetzt? 4.000. Eben gerade waren es noch 6.000, ne? Das heißt, 4, 5 von denen hier. Und alle müssten Level-Up haben. Wobei wir das in diesem Schlafzyklus nicht mehr hinbekommen werden. Gott. Mitnehmen. Ganz viele Sachen gehen kaputt. Ganz, ganz viele Sachen gehen kaputt. Repariert. 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 Repariert, repariert, repariert. 1.300. Na gut, wir müssen jetzt schlafen. Das hilft nicht. Also hoch hier. Darum, darum, darum. Hier konnten wir gestern noch schlafen. Jetzt wohl nicht mehr. Achso, wegen ihm da. Ja gut, wenn der Drache direkt über die Pyramide schwebt, dann ist das auch nicht so eine gute Idee, denke ich. Hier, schlafen, schlafen. Bis zum Sonnenaufgang ruhen. So, du. Das da. Du, das da. Ich weiß nicht, ob sie das so lohnt. Also ja, die Erfahrungspunkte sind gut, aber die Kills dauern recht lange und das Reparieren ist doof. Ich teste mal was. Wenn jetzt nämlich... ist schon auf? Nein. Wenn jetzt nämlich die ganzen Werwölfe wieder da sind, bringen die, glaube ich, mehr als die Drachen. Aber die Werwölfe haben wir alle weggebombt. Nee. Haben wir noch was an Auftrieb, was wir leicht erledigen können? Speicherkristall, Speicherkristall, Speicherkristall. Das ist nicht leicht zu erledigen. Suche und zerstöre das Buch der Lich in Burg Darkmoor. Da kommen wir aber nicht schnell hin. Haben wir kein Leuchtfeuer für. Oh, doch, haben wir. So. Müssen jetzt nur noch schnell fliegen können. Du. Fliegen. De Westen. Da. Ja. Also genug rumgealbert mit Drachen und Echsen und was weiß ich. Bisschen Erfahrungspunkte gab es, aber nicht so wirklich viel. Ich denke, hier in Burg Darkmoor werden wir mehr bekommen. Also allein schon, wenn wir die Aufgaben... Habchen. Allein wenn wir die Aufgaben schon erfüllen, kriegen wir ziemlich viel. An Erfahrungspunkten. Ja. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Rein da. So, du. Entflucht.
entflucht dich. Wir müssen unbedingt hier drinnen Gebiet frei bekommen von Gegnern, damit wir hier drinnen schlafen können. Weil draußen jetzt nochmal alles... Seid ihr respawned? Das finde ich nicht nett. Du, Fluch und Fern. Also Schulden für die Erfahrungspunkte. Er müsste jetzt 634. Wie viel bringt ein Ogre-Häuptling? 300. Also zwei Häuptlinge töten bringt so viel wie ein Drache. Also so eine große Echse zumindest. Lohnt sich also definitiv hier drin Masse zu töten, statt Klasse draußen. Trotzdem finde ich es doof, dass Respawn ist. Das heißt, die Augen sind auch Respawn, die paar, die ich getötet habe. So, und die hier. Lay müsste nochmal da Fluch entfernen. Weg, 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 weg. Britzel. Weg mit dir. Weg mit dir. Wir haben gar keine Buffs mehr. Ja, der Dungeon ist nicht zu Unrecht ziemlich nervig. Was? Warum hat Gerugon... Das ist sehr komisch. Warum hat Gerugon noch alle Buffs? Du, zaubern, da. Weil er verflucht war, wurden ihm die Sprüche nicht weggenommen. Das muss ich gleich mal testen. Ist zwar für unsere Magier dann doof, weil sie nicht ordentlich zaubern können, aber wenn wir eh nur durchlaufen und schnetzeln, also so wie jetzt, brauchen wir ja keine Zauber. Dann machen wir ja Nahkampfschaden. Das ist wirklich zu überlegen. Aber wenn wir dann nicht entzaubert werden können, wäre das super toll. Du Giftheim da. Aber kann auch Zufall gewesen sein. Wir müssen uns gleich nochmal, ne? Bei den nächsten Entzauberern testen. Wusch. Weg, 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 weg. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. So, das sind die Augen. Das sind noch viel mehr Augen. Erstmal wollte ich hier im Eingang. Na nö. Ich habe hier einen roten... Achso, da ist über mir der rote Punkt. Ja, ja, ja. Ganz viele rote Punkte, die mich töten wollen. Kalik. Hallo Auge. Ah, ein Auge ist tot. Kommt her. Traut euch. Da hinten sind noch mehr Augen. Das gibt definitiv gute Erfahrungspunkte. Gut, 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 gut. Warte mal, du. Inferno, du. Das mit Feuer, Rest dran töten. Ganz viel tot. Auge tot. Auge tot. Komm, Auge, Auge, Auge. Oh oh. Aber es ist doch wesentlich machbarer, als ich dachte. Wir haben schon 4, 5 Augen getötet und zig Dutzend Orks und Ogres hier. Komm her, dich will ich noch. Oh ne, du warst angeschlagen, aber auch nur ein bisschen. Da oben können wir nicht hingucken. Das... Ne. Der müsste runterfliegen. Aber das wird er freiwillig nicht machen, denke ich. Nee, okay. Wir müssen schlafen. Also weg, 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 weg. Bist du verflucht? Du bist ängstlich.
Das mit dem Entzaubern von den Buffs scheint wohl doch random zu sein. Weil jetzt hat Gerogon das behalten und Lay und die anderen beiden wurden nur entzaubert. So. Dürfen wir jetzt am Eingang schlafen? Bitte? Nein. Nichts im Weg. Ja, jetzt, wie gesagt, Problem, ne? Hier ist ganz viel Zeug. Ganz viel, viel Zeug. Gibt's hier eine Taverne? Warte mal. Au. Taverne wäre echt irre praktisch, aber ich glaube, hier gab es keine. Weil es halt praktisch wäre. Die Stadt ist doof. Haus, Haus. Rauch und Spiegel ist Krimskrams. Hier, kriegst ein paar gottgleiche Sachen zu verkaufen. So, 100.000 Gold. Stumpftrauma. Freehaven, so. Ist genauso gut. Du. Entgift. Was? Ah, ist zu lang her. Ja gut, dann gehen wir halt zu unserem Tempel in Freehaven. Ja, der war hier hinten. Also, chaotisch, aber machbar. Das klingt gut. Und wir haben bei jedem Char einen Stufenaufstieg. Das heißt, die Erfahrungspunkte sind sehr gut. Wir hätten aber mal einen Drachensand da unten verkaufen. Wir hätten mal einen Sprungpunkt machen sollen. Also nicht direkt bei den Drachen oder sonst was, sondern einfach nur da unten. Damit wir von da aus dann zu dem Gebiet gehen können, wo die Titanen waren und die Stadt, also die quasi schwierigste Stadt überhaupt. Weil da ist ein Lehrer, also eine Akademie zum Ausbilden. Und da können wir bestimmt über Stufe 60 werden, weil es halt das schwierigste Gebiet ist. Aber jetzt, wo war unser Dingens? Achso, hier links, ne? Ja, ich glaube schon hier. Das da. Unser Tempel. Hart erarbeitet und so. Kalik. Heilen, spenden, falls wir aus Versehen jemanden erschlagen haben. Und du bringst uns bitte zurück nach... Da. Du kannst schon mal anfangen mit Buffen. Auch wenn wir gemerkt haben, dass es nicht unbedingt so lange hält. Nein, nicht nach Freehaven. Wir wollten nach Westen. So. Du. Fliegen. Und ich hoffe, wenn ich jetzt genau an der Gartengrenze lang fliege, dass wir dann nicht von den Harpien erwischt werden. Das wäre toll. Skelette. Skelette sind okay. Keine Harpien. Keine Harpien. Keine. Das sind Geister. Ist okay. Da sind Harpien. Da sind Harpien. Verschissen. Lauf! Schnell, 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 schnell. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rein da. Hui. Und drin. Okay. Durchatmen und töten.